wakeboard day. So we out living life in the night. Pray to God. Okay, komm, wir gucken uns mal das Mango-Video an. Wie es einfach 3 Millionen Aufrufe hat. Mango. Es ist der 1. April 2022 im Internet. Sich jung fühlende Corporate Accounts posten semi-witzige Fake-Headlines. Er war Matt. Es ist der 1. April 2022 im Internet. Sich jung. Matt. Matt war schon da. Am ersten R-Place. Nice. War gar nicht bewusst. Fühlende Corporate Accounts posten semi-witzige Fake-Headlines. League of Legends lässt euren Midlaner als Minion spielen, so wie es eigentlich schon immer gehörte. Und Krypto-Projekte kündigen als Scherzkooperation mit Tesla an, um 200 Millionen Dollar aus dem Nichts zu erschaffen. Bei so viel Normalität nahm niemand an, dass eine Ankündigung, die besagte, dass am selben Tag das großartige Experiment namens r/placeofreddit zurückkehren sollte, tatsächlich ernst gemeint war. Doch dann kam irgendwie alles anders. Um euch erstmal Verwirrung zu ersparen, was ist r/place eigentlich? Nun, am 1. April 2017 kam jemand bei Reddit auf eine großartige Idee. Wie wäre es mit einer 1000x1000 Pixel großen Leinwand, auf der jeder Reddit-Nutzer ein... Sind das wirklich 1000? Nee, das sind nicht 1000. Nee, das sind weniger. Das sind so 300 oder so, würde ich sagen. I guess. ...einzelne Pixel aus einer Farbpalette von 16 Farben platzieren kann. Der Twist, ein Timer hindert denselben Nutzer dann, 5 Minuten lang daran, es erneut zu tun. 5 Minuten, in denen jeder andere Nutzer den gerade platzierten Pixel wieder für dessen eigenen Zwecke benutzen kann oder halt auch nicht. Und das 3 Tage lang. Ein simples Konzept, das für viel Aufmerksamkeit und Begeisterung sorgte, mit gemeinsamen Projekten, Länderflaggen und Community-Initiativen. Und dann nach Ablauf der 3 Tage, Ruhe. 5 Jahre lang. Ein Disclaimer vorweg, sämtliche Äußerungen in diesem Video, die in irgendeiner Art und Weise so klingen, als wären sie politischer Natur, sind rein im Kontext dieses Internetphänomens getroffen. Und nicht damit zu verwechseln, irgendwelche Kriegsgeschehnisse zu relativieren oder womöglich sogar ein altdeutsches. Jo, Alter, Mango redet genauso schnell wie ich, kann das sein? Jetzt mal serious, der redet auch voll schnell. Die Leute sagen immer, ich rede voll schnell, aber ich glaube, Mango redet auch voll schnell. The fuck? Der ist ja auch voll schnell. Der redet noch schneller als ich, oder was? The fuck? Der redet noch schneller als ich? Mein Sportlehrer hat mir damals gesagt zu mir, nur kluge Leute reden schnell. Mango ist insane klug. Das spielt das einfach nur schneller ab. Achso. Zeiten angelehnt zu sein. Es geht hier nicht um die Verherrlichung von Krieg, sondern um eine adäquate und unterhaltsame Darstellung der Geschichte von r/place. So etwas auf Interpretationsebene kaputt zu pauschalisieren, hilft niemandem. Am wenigsten denen, die gerade wirklich unter einem Krieg leiden müssen. Danke. Mango einfach 152 IQ, true. Genau wie bei CSGO-Spielern, die gerade auf das 2A lang durchpushen, begann der Place mit einem weißen Bildschirm. Das ist jetzt ja langsamer. 1 Million Pixel, einheitlich gefärbt, bereit verunstaltet zu werden. Und als das Internet auf diese Fläche losgelassen wurde, dauerte es nicht lange, bis sich bereits erste Gruppierungen formten. Am größten und am schnellsten wachsend, wie vielleicht auch viele vermuteten, war am nördlichen Ende der Leinwand eine Ukraine-Flagge, die sich im Angesicht des zu dieser Zeit seit Wochen wütenden Krieges bereits... Das war jetzt 22, ja? Das war vorletztes Jahr. Vor 2 Jahren. Nee, letztes Jahr. Wir haben 23. Das war letztes Jahr. Okay. Das war das letzte R-Place. Schnell in die Breite zog. Diese wundervolle Aktion wurde in den Gesichtspunkten Organisation und Schnelligkeit nur von einer beinahe genauso gesellschaftlich relevanten. Ist auch interessant, dass die wieder die Nordics halt sehr early entstanden sind, dass die Ukraine-Flagge von links nach rechts durchgezogen ist, so wie jetzt auch so circa zentral. Hier oben sehen wir Forsten. Auch nice. Okay. Davor war 2017, genau. Das ist das dritte Mal heute. Artex, hallo. Fraktion gematcht. Den Kreiseklickern. Als ein Mensch, der mit Maus gerade eben 5-Star-Maps passen kann und einer Freundin, die von der Hälfte der deutschsprachigen Anteile dieser Community monatelang gewitchhuntet wurde, habe ich nicht viel über die Weeps unseres Vertrauens zu sagen, aber ihre erschreckend gute Arbeit auf r/place ist nicht vernachlässigbar, denn egal wie oft das Logo angegriffen wurde, es kam immer zurück. Das dritte, offensichtlich in den Vordergrund tretende Element der ersten Stunden sind Länderflaggen, die quer über den Canvas verteilt aus dem Boden sprossen, und so beginnt auch die Geschichte der deutschen Flagge, die im untersten Viertel das Licht erblickte. Und gemeinsam damit begann auch die erste noch ungeplante deutsche Mission, Expansion um jeden Preis. Die Anfangsphase war geprägt von einer ständigen Erweiterung hin zur rechten Seite der Leinwand, unabhängig von Pixeln, die sich der schwarz-rot-goldenen Welle in den Weg stellten. Deutsche Reddit-Nutzer aus dem ganzen Land schlossen sich ohne großartige Konversation zusammen und kümmerten sich um das gemeinsame Ziel, das zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich bloß ein Hauptsache, die Flagge ist irgendwo zu sehen war. Und so lief auch alles ganz gut, bis der Superstong-Subreddit kam. Auf r/superstong versammelten sich die größenwahnsinnigsten sowie gleichzeitig schlauesten und dümmsten Individuen, die das Internet zu bieten hat. Eine heterogene Masse, mit der man sich nicht unbedingt anlegt.
anlegen möchte. Deren Größenwahnsinn war auch in der Größe ihres Gemäldes zu erkennen, das bereits so früh in der Geschichte des 2022er Canvas größentechnisch nur von der Ukraine und vielleicht dem europäischen Gesundheitsversicherungsverein da oben outmatched wurde. Anstatt sich auf einen Krieg mit einem Haufen finanziell so verzweifelter Reddit-Nutzer einzulassen, dass sie alles tun würden, um ihren Teil zu verteidigen, entschied man sich für einen viel clevereren Schachzug, bei dem sogar Magnus Carlsen blass wird. Man adaptierte den Größenwahnsinn einfach. Wenn wir schon nicht weiter nach rechts können, was politisch auch im echten Deutschland ein Segen wäre, dann gehen wir halt nach oben, dachte man sich in der deutschen Community. Und so wurde die Flagge kurzerhand mit der Effizienz eines Pre-Diesel-Skandal VW Polo Motors in ihrer neuen Form in einvernehmlicher Toleranz mit dem Star Wars Subreddit vergrößert und zu ihrer vorerst finalen Form vollendet. F an der Stelle auch für die erste Iteration der LGBTQ+-Fraktion. Mit der Die Deutschen haben einfach alles überrannt. Es ist so krass. Einfach dieser Zeitraffer, wo sie einfach alles, was in den Weg kommt, mit ihnen Gewalt. Ey, holy shit. Ja, die Stellung des Staatsgebietes der Bundesrepublik Deutschland fing nun also die traditionelle Planung der Dekoration an. Im 2017er Place wurden Flaggen bereits mit landestypischen Elementen geschmückt und auch dieses Jahr so. Krass, wie viel besser es geworden ist, oder? Wenn ihr es vergleicht, was ihr jetzt da seht auf 2017, was wir jetzt hier sehen, warte mal. Sollte es nicht anders. Was wir jetzt hier im Aktuellen sehen, was das einfach für ein fucking, was für ein Improvement das einfach ist, wenn ihr jetzt hier so das euch hier anguckt. Auch allein schon die Currywurst-Pommes hier, es ist so krass. Die Berge, die Züge und so, Pombeer, es ist so krass. Was jetzt einfach, wie krass der Unterschied das ist zu früher. Aber damals war es halt neu. Jetzt ist viel mehr abgesprochen. Damals war der Charme, damals war noch, es war das erste Mal und keiner hat abgesprochen. Es gab wahrscheinlich noch keine richtigen Skripte, weil es war einfach komplett neu, es war ein Experiment. Und die Leute haben einfach gemacht. Jetzt ist natürlich alles sehr geplant, alles ist sehr, sehr strukturiert, vorweg schon wahrscheinlich angefertigt und so. Hat einen Charme auch früher, als alles noch random war. Sein. Begonnen wurde dabei einstimmig mit dem Tier, das für einige mehr und für andere weniger, aber gesamtheitlich. Es ist das zweite Mal, es ist das dritte Mal. Es gab 2017, 2022 und 2023. Aber das hier war aus 2017. Hat er ja gerade gesagt, das hier. Republik Deutschland fing nun also die traditionelle Planung der Dekoration an. Im 2017er... Hier, im 2017er war das hier nämlich. Also Mango zeigt das 22er. Das ist aber ein Ausblick in 2017. Was er sagt. Ja, müsst ihr zuhören. Ja. Plus-Fraktion. Mit der Fertigstellung des Staatsgebietes der Bundesrepublik Deutschland fing nun also die traditionelle Planung der Dekoration an. Im 2017er Place wurden Flaggen... Im 2017er Airplace. Und das ist das 2017er und das haben wir gerade verglichen. Also alles richtig. Bereits mit landestypischen Elementen geschmückt und auch dieses Jahr sollte es nicht anders sein. Begonnen wurde dabei einstimmig mit dem Tier, das für einige mehr und für andere weniger, aber gesamtheitlich immer noch primär Deutschland repräsentiert, dem Bundesadler. Einstimmig heißt zu diesem Zeitpunkt basically, irgendjemand hat angefangen und andere haben einfach mitgemacht. Und in einem schönen, leicht über die Ländergrenzen herausragenden Rahmen wurde er errichtet. Doch schon bei der Hälfte der Fertigstellung zeigte sich direkt über seinem neuen Zuhause ein sich rasant nähernder Neueinkömmling, die Belgier. Ich hatte aber auch dieses Jahr bisher das Gefühl, dass aus NA und SA nicht so viel kam, wie erwartet. Also letzte Nacht kam immer noch nicht so viel. Das stimmt, NA. Wobei NA hat die allermeisten Pixel gesetzt, aber NA ist, glaube ich, nicht so koordiniert. NA hat, was Pixel betrifft, auf Platz 1 und Deutschland ist auf Platz 2. Also, sogar nicht NA, sogar USA. Das gerade ist 22, das eben gerade war ein Ausblick auf 17. Leute, wir gucken uns gerade, dass das hier ist alles 22. Er hatte gerade nur einen kurzen Ausblick 17 gezeigt, wo die erste Dekoration gezeigt wurde. Das ist nicht so kompliziert. Deswegen ist es kompliziert. Er hat gesagt, also wir gucken uns gerade 22er an, aber er hat nur einmal kurz gesagt, schon damals in 2017 haben sie dekoriert. Da haben sie einen kurzen Ausblick auf 2017 gezeigt und jetzt zeigt er wieder 22. Und ich habe nur kurz den Ausblick 2017 mit 23 verglichen. That's it. Das ist wieder 22. Also alles richtig. Der Zusammenstoß der zwei Flaggen stand kurz bevor, doch Angst musste man hier keine haben. Schon 2017 arbeitet... Schon wieder. Schon 2017. Jetzt zeigt ihr wieder 2017. Hör zu, Chat. In Deutschland und Belgien wohl nicht nur aufgrund der EU und der geografischen Nähe zusammen, sondern auch wegen der aufeinander hervorragend abgestimmten Farben. Und so einigte man sich, an dem Adler ein Beispiel der Freundschaft zu demonstrieren. So, und an der Stelle möchte ich jetzt gerne einmal rauszoomen, ja? Vielleicht ist Place neu für euch, vielleicht auch nicht, aber überlegt einfach mal. Was sind sinnvolle Methoden, um den Zusammenhalt mit ein paar Pixeln zu demonstrieren? Das universelle Symbol, auf das sich auch hier die meisten Parteien für gewöhnlich einigten, sind Herzen an den Grenzen zueinander, aber es gibt auch so viele andere Möglichkeiten. Und jetzt ratet, auf welche fucking Idee die Deutschen und die Belgier kamen. Sie füllten den Adler ab. An der Ländergrenze zu Deutschland wurde ein Bier errichtet. Der Adler bekam einen in den Nacken gesenkten Kopf und sperrte den Schnabel auf. Ein gemeinsames Team aus Volksallgemeinen
Alkoholikern und Halbfranzosen ließ keine Minute aus, um das Bier über den Rand des Glases sprudeln zu lassen, eine künstlerisch angehauchte Schaumkrone zu gestalten und es bis zum letzten Pixel dem Adler direkt zu Gemüte zu führen. Das fühle ich aber hart, Alter. Jo, Flaxi, was geht ab? Das finde ich gut. Ich könnte der Adler sein. Langsam aber sicher manifestierte sich die deutsch-belgische Freundschaft durch die Darstellung des traditionsreichen Getränks und als wenn das noch nicht reichen würde, wuchsen die... Jo, der Bizeps auch, Mann, als würde der Adler Spinat essen eigentlich so. Bundesadler als Ergebnis seines Bierkonsums zur absoluten Realitätsverzerrung auch noch gigantische Oberarmmuskeln, womit das erste große deutsche Bündnis in der Geschichte der 2022er Leinwand besiegelt wurde und in aller Ehrlichkeit auch nicht viel besser hätte laufen können. Ey, ist ja nice, come on, ey. Die Belgier schütten dem deutschen Adler das Bier zu. Shake hands, wir sind Freunde. I love it, echt gut. Rudi, und das ist so random, I love it. Und mit den Franzosen hat man eine EU-Flagge gebaut. Sterne und so. Na, immerhin. Okay, zurück zum Rest. Während in der Mitte der Flagge noch ganz unorganisiert, also dieses Kunstwerk gebildet wurde und die EU-Flagge gemeinsam mit den französischen Pixelsetzern auch schon Form annahm, bildete sich etwas weiter westlich schon das erste kreative Stück Kunst, nämlich die Maus, die Ente und der Elefant aus, naja, der Sendung mit der Maus. Die Elefanten? Nee, wir haben nicht den Elefanten, wir haben den Ortifanten jetzt drauf. Wird hier noch Rimworld gespielt? Heute nicht. Wir machen am Sonntag das Rimworld-Finale. Sonntag 18 Uhr ist Rimworld-Finale. Können wir festhalten, wie gut Idefix und Obelix aussahen? Noch sehe ich die nicht. Kommen die gleich? Was auf dem Canvas zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht sichtbar war, war der Moment, in dem auch ich mich im Stream das erste... Ach, scheiße, sorry. Um Welten voraus. Bin ich eingeloggt. Kriegt das Werbung von mir hier. Aber ich krieg's ja auch. Wir waren gerade groß eingeblendet, echt? Scheiße, nicht gesehen. Aber echt gutes Video, muss ich sagen. Von Mango. Widmete. Mein Plan für unsere Pixel-Existenz war recht schnell klar und auch wenn dieser anfänglich scheinbar nichts mit der deutschen Flagge zu tun hatte, sollte was mit unseren Pixeln geschah in der Zukunft auch einen immensen Einfluss auf die deutsche Community haben. Also schauen wir einmal ganz kurz nach, was wir da auf twitch.tv/r4nxmango fabrizieren. Ach komm, wir gucken mal in r/place rein. Ui, holy shit. Weil es der nur Penis, dafür sind die Leute zu versiert in diesem... Junge, die deutsche Flagge auch mit der Maus da drauf. Ilplace.de, Germany... Geschichtsmaimais haben sich zusammengeschlossen einfach, ey. r/place, wo? Im Void meint ihr, ja? Im Void hätten wir einen Platz. Also unser Current Proposal, ja, besteht hier draus. Dieses Schildchen hier in dem Void einzubauen. Was ist denn das Void, bitte? Wäre natürlich schon cool. Über Oso im Void. Oh ja, hier ist viel Platz. Da könnte man sich einschummeln. Ja, komm, Leute, wir probieren es hier. Wir probieren es hier in dem Bereich. Dann wird das hier jetzt weiß gemacht. Nördlich des Oso. Also, wir müssen es ja gar nicht ganz weiß machen. Wir müssen es ja... Bei der Second Chance. Oh, das geht schon voll schnell. r/place.de. Grüße von r/place.de. Wo kommt die Kavallerie jetzt hier, oder was? Junge, man kann das einfach erkennen. Es ist einfach auf r/place. Ich glaub das nicht. Das habe ich mir vorhin auch gefühlt, als wir Matt gebaut haben. Ich suche mal raus, so, man kann das sehen, what the fuck? Ging mir genauso, ich war voll aufgeregt. So weit gebracht. Ja, wirklich. Oh, das N formt sich schon. Ja. Gott, ja. Das war ein Gengar-Penis. Das ist nur ein bisschen Kraft. Oh, wir sind ein zu breit. Egal. Aber das müssen wir uns verteidigen, ne? Ja, klar. Wie geil. Insane, ey. Absolut insane. Bis hierhin lief also alles super. Wir hatten einmal unseren Kürzel auf dem Canvas und dachten eigentlich, dass wir damit safe wären und das Ganze ruhen lassen können. Doch was eine halbe Stunde und ein Tilten des Game League of Legends später geschah, konnte niemand voraussehen. Misskiff will alles über Oso übernehmen. Oh no. Oh no. Aber wir sind einfach da im Stream! Let's destroy it, okay? Look, how does the real world work? Oh oh. Ich mach Discord-Ping. Wir werden von Misskiff angegriffen! Was? Ja, you gone! Du bist absolut gone. No! Keine Chance. Server News. Add everyone. Miss Kiff greift an zur Verteidigung. So sehr wir es auch verteidigen wollten, die Lage war aussichtslos. Und da erinnerte ich mich an folgende Nachricht, die irgendwann heute schon mal in meinem Chat stand. Holla, die Wo kommt die Kavallerie jetzt hier, oder was? Und so begann aus einer ehrlich gesagt recht verzweifelten Situation ein Kommunikationsversuch, der, wie ihr noch sehen werdet, weitreichende Folgen haben sollte. Kriegen wir irgendwie Unterstützung aus dem... Wer war eben hier und hat Unterstützung angeboten? 5 Subs for Peace.
Digga, kann ich dir geben? Permit. Five subs for peace. Das ist die gesamte Atlas-Map? Oh ja, das ist die. Okay, krass. Und da wird sogar alles gezeigt und eingeblendet. So, wow. Das können wir uns gleich nochmal angucken. Wir machen erstmal das Video und dann gucken wir uns das an. r/place.de. Ja, ich glaube auch. Müssen wir cross-posten gehen auf r/de? Wir machen Post. Bündnisanfrage. Okay, wir haben wohl ein Bündnis mit r/place.de, wenn Kakao, Karaffe irgendeine Art von Einfluss hat. Place.de hat größere Sorgen, verdammt. Oh ja, die haben die deutsche Flagge unten. Oh shit, das ist eine Among Us-Cock irgendwie. Okay Leute, wir helfen in gegenseitiger Hilfe erstmal r/de aus. Wollen wir erstmal ein Space, eine Farbe reclaimen, damit wir quasi Dominanz zeigen auf einer Farbe? Lass uns schwarz machen, oder? Schwarz reclaim. Okay Leute, gesamte Energie auf die deutsche, Let's go, schwarz reclaim. So wurden wir im Livestream Teil der ersten großen defensiven Aktion der deutschen Community unter Operation Cockblock. Operation Cockblock wurde anfänglich zu einer größeren Herausforderung als gedacht. Der Among Us Cock verfügte nämlich über viele Reserven, was, wie sich herausstellt, und der Among Us Cock ist riesig. Stellte größtenteils daran lag, dass der bekannte Streamer Soda Pop in dessen Expansion aktiv vorantrieb. Dadurch wurde die Einschränkung des Schaftes zu einer pixelzehrenderen Aufgabe, als viele dachten. Nichtsdestotrotz schafften es die deutschen Kräfte aber nach einiger Zeit, die roten Pixel von der Flagge zu verdrängen, sodass Soda Poppin sich zurückziehen musste, on-stream aufgab und stattdessen einen Luftschacht südlich des deutschen Gebietes baute, mit dem er den Among Us Cock in Forsens Gesicht zu wenden lassen. Und dabei belassen wir es dann auch erstmal. Parallel zu dieser Verteidigung brachte man außerdem ein Sprichdeutsch, du Hurensohn, an der Flagge an. Dieses Plakat sorgte für etwas Aufruhr in der internationalen Szene, da zugegebenermaßen, ohne das gegebene Hintergrundwissen, dass dies eine ironische Reaktion stammt aus dem Ich-Il-Subreddit, auf die Verwendung der angelsächsischen Sprache in diesem Unter ist, in dem sowohl Redewendung als auch My Mice verkrampft und dadurch auch unterhaltsam ins Englische übersetzt werden, der Satz etwas aggressiver klingt, als er eigentlich gemeint ist. Nichtsdestotrotz zeigte sich hier das erste Mal ein Musterbeispiel deutscher Zusammenarbeit. Der Sprich Deutsch, du Hurensohn, ist auch einfach hart. Dragon Hunter, hallo. Scheiße. Place.de Discord-Server, dem ich ebenfalls im Laufe unseres entstandenen Bündnisses beigetreten bin, entwickelte sich so auch. Wieso greift niemand das AfD-Logo an? Hey, was meinst du damit? Es gibt ein AfD-Logo, was keiner angreift? Doch, es ist ein Fuck AfD. Also. Das ist schon okay so, wie das da steht. Extrem schnell zu einem Hub, aus dem heraus Entscheidungen demokratisch getroffen wurden, sowie Kommunikation untereinander und mit anderen Parteien der Leinwand ermöglicht wurde. Dazu haben die Deutschen sogar, wie wir halt so sind, ein Organigramm erstellt. Diese stellte die Organisation innerhalb der Community hervorragend dar. Das ist so geil. Die Deutschen, die Germans, Alter, einfach komplett koordiniert so. Gleichzeitig ist der Reddit-Post, der dazu gemacht wurde, dank der Kommentare darunter auch einer der unterhaltsamsten, den es jemals gab. Eines der Bauteile in dieser Grafik fiel auch in den Kommentaren auf Reddit besonders auf. Die Nachtwache. Die Nachtwache bestand aus Freiwilligen, die auch in den späten Stunden sich um die Instandhaltung des Staatsgebiets kümmerten, als auch einer automatischen Instandhaltung der Kunstwerke auf der Flagge selbst. Und warum diese so bitter nötig war, zeigte die erste Nacht sehr schnell. Sobald es in Deutschland später als ungefähr 2 Uhr wurde, joinkte es die meisten Pixler verständlicherweise. Die Deutschen sind also ein echt interessantes Völkchen. Es ist einfach nur so ein Pixel-Game. Wir placen ein paar Pixel. Und was machen die? Die bauen ein riesiges Flowchart, organisieren 17.000 Leute, haben wahrscheinlich schon eine Behörde gegründet, jeder hat zu Hause sein Faxgerät eingerichtet, jeder hat schon einen Ordner angelegt, alle Formulare werden abgeheftet, jeder muss sich offiziell bewerben mit Lebenslauf und Anschreiben und natürlich einem Bewerbungsfoto, und dann werden die Leute für die Nachtwache auch nochmal eingeschaltet und so, das ist halt, Telefonkette wurde auch schon gebildet. Das ist so krass. Die Germans sind so insane, ey. Einfach, es ist so krass. Ordnung muss sein, es ist so krass. 3 Jahre Ausbildung, genau, vorher musst du Praktikum machen. Es ist so krass. Die gelbe Linie rechts bei Matt kommt wieder. Okay, machen wir weg, Chat. Es funktioniert super schnell. Natürlich funktioniert das. Deswegen ist Deutschland auch auf r/place so strong. Weil Struktur. Also wenn du schaffst, viele, viele Menschen zu koordinieren, erreichst du viel mehr, als wenn Leute random Sachen machen. Es funktioniert hundertprozentig. Aber es ist krass, wie die Germans, während andere Nationalitäten eher sagen, so, ja, scheiß drauf, klicken so, who cares, sind die Germans immer super schnell so, okay, so, wir brauchen Struktur, fangen wir an, machen wir eine Planung. So, das ist einfach, da siehst du, es ist halt eine andere Mentalität, was ja auch cool ist. Aber es ist halt so krass, wie anders damit umgegangen wird.
Weise ins Bett und somit war die Flanke der deutschen Flagge exposed. Diesen Zeitraum nutzten viele, um den Bereich der deutschen Flagge für eigene Artworks zu nutzen. Zu Recht, das schließt sich das Prinzip von R/Plays. Auf der linken Seite wurden die auf dem gesamten Canvas gleichermaßen vertretenen Among Us Crewmates auf alle drei Farben gelegt, an den oberen und unteren Enden entstanden winzigste Kunstwerke, im Osten nahmen mehrere Werke sogar einen großen Teil der Flagge gänzlich ein und schließlich kehrte sogar noch der Among Us Cock zurück. Das alles machte den nächsten Morgen aber nur umso entscheidender. Bisher hatte die deutsche Community vor allem zwei Dinge gezeigt. Es bestand ein Anspruch auf nicht gerade wenig Fläche und man war bereit, diese Fläche gegenüber spontanen Angriffen zu verteidigen. Aber wie sah es mit der Wiederbeanspruchung komplett überlagerter? Und ein Forcing, es ist einfach das krasseste Emote auf Twitch gefühlt, dieses Forcing-Emote. Ja, Bonjour wird repariert und die gelbe Linie, hoffentlich machen wir die auch noch weg. Gebiete aus. Nun, die Sonne ging auf in Deutschland. Irgendein Marketingopfer hat sich bestimmt auch um Punkt 9:30 einen Knoppers gegönnt, weil er dachte, dass wenn die Werbung das sagt, man das ja auch in echt machen muss und die Deutschen begannen wieder aktiv zu pixeln. Und sie wählten Krieg. Niemand blieb stehen. Allem, was nicht über den Discord geplant wurde, wurde die Existenzberechtigung sofort entzogen. Als wenn sie im Leben auf nichts anderes gewartet hätten, schaltete halb Deutschland ihren PC ein und stellten die Farbtreuheit der Flagge wieder her. Mit Gewalt. Getreu dem Motto, wer die deutschen Pixel überlagert bei Nacht, bei Morgengrauen nur noch durch schiefe Zähne lacht. Direkt zu Beginn musste die invasive Spezies Amongis Unsorus dran glauben. Was auch immer auf den kleinen Pixelkombinationen in der Mitte der Flagge zu sehen war, verschwand schneller als der Wirecard-CEO es getan hat und auch Elon Musk, Chalelos und Co. wurden in Box 12 eingelagert und nie wieder herausgeholt. Es gab nur ein Problem. Die Aufräumaktion an der rechten Front lief so unfassbar effizient ab, dass einige random Nutzer, die dabei wohl halfen, etwas größenwahnsinnig wurden und ohne Abstimmung mit der Zentrale die deutsche Flagge nun auch in das Superstongs-Kunstwerk hineinarbeitet. Die ersten paar Pixel reichten anscheinend, um eine große Menge unwissender deutscher Teilhaber joinen zu lassen und innerhalb kürzester Zeit, aber nicht ohne Widerstand, gelang es dieser Gruppierung durchzubrechen. Und das, obwohl wir, wie bereits erläutert, nicht mal 24 Stunden vorher uns mit derselben Fraktion verbündeten. Auf der organisierten deutschen Plays.de-Seite steht man damit natürlich vor einer schwierigen Entscheidung. Einerseits kreierte Spannung und Diplomaten wurden entsandt, um mitzuteilen, dass es sich hier um keine Kriegserklärung, sondern um eine unkontrollierte Untergruppierung handelt. Andererseits kursierten aber auch Gerüchte, dass die Invasion gar nicht von den Deutschen ausgeführt wurde, sondern eine organisierte Aktion von R/GME-Meltdown zu sein scheinte, deren Ziel es war, einerseits Superstongs zu schaden und andererseits mehr Communities gegen Deutschland aufzubringen. Diplomaten aus etwas verängstigten Communities wie der angrenzenden LGBTQ-Celeste-Fraktion meldeten sich im deutschen Discord, doch auch denen konnte zu diesem Zeitpunkt nichts gesagt werden, außer verteidet eure Grenze zu Superstongs. Auf der deutschen Seite entschied man sich deswegen, aufgrund des Statuses der Community als Verbündete und als Versuch einer Friedensdemonstration dazu, einfach den Wiederaufbau mitzuversprechen, sowie alle benachbarten Communities zu informieren, dass es sich hier nicht um eine eigene Offensive handelte, und so wurde die Expansion der Flagge kurzzeitig geduldet, bis die Randoms keine Lust mehr hatten und die vorherigen Verhältnisse wiederhergestellt werden konnten. Mit der einen Seite der Flagge geklärt und dem Rest gerade nicht unter Angriff stehend, fand man sich so also das erste Mal in einer halbwegs stabilen Situation wieder, und das nutzten die Deutschen so, wie sie es am liebsten tun. Sie arbeiteten mehr. Im Discord wurden Vorschläge für Dekorationselemente eingereicht, man votete und ein genereller Trend, der sich hier bereits entwickelte, waren Kindersendungen. Und so wurde nicht allzu viel Zeit später Bernd das Brot errichtet. An der Kreuzung zwischen Belgien und Deutschland fand sich außerdem kurze Zeit später ein ICE wieder. Wer genau dachte, dass die Deutsche Bahn ein Positivbeispiel für Deutschland sei, weiß ich bis heute nicht. Aber das Gemälde trug allein deswegen schon zur allgemeinen Belustigung bei, weil einige Genies direkt darüber ein Symbolbild für den deutschen Mobilempfang auf dem Land, dem... Das hatten die nämlich auch. Kein WLAN ist jetzt ja. Hier haben sie dann ICE, schlechter Empfang auf dem Land. Und jetzt im aktuellen Canvas von diesem Jahr, haben sie beim ICE da kein WLAN-Symbol. Das ist so geil. Und fehlt nur noch die ausgefallene Klimaanlage. Es ist so nice, ey. Ich muss mein Pixel bei Matt setzen. Was ist Matt? Ah, gelbe Linie fast wieder weg. Nice, so Chat. Es ist so gut, ey. Okay, weiter geht's. Jeder bei einer Zugfahrt schon mal erlebt hat, hinterließen. Und damit eigentlich fast jeden Menschen, der aus Deutschland kam und sich diese Ecke der deutschen Flagge ansah, belustigten. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt fand auch ich mich im Stream erneut pixelanstarrend wieder. An diesem Tag war jedoch etwas anders. Einerseits stand ein großartiger Konflikt mit dem doch recht bekannten Streamer Myth bevor und andererseits lief während der Operation Cockblock am Tag zuvor noch folgende Konversation ab. Oh, das R/PlayStation-Discord würde euch anbieten, das oberste R in der Deutschlandflagge zu claimen. Oh. Liebend gerne. Wir werden liebend gern Teile der Allianz. Okay, ich bin dabei. Ich mache sehr, sehr, sehr gerne. Machen wir R/AirPhonicsMango hier draus. Aber wir müssen trotzdem vorher noch aufpassen. Wenn wir jetzt alle hier aus dem Chat rüber switchen auf R/AirPhonicsMango, dann verlieren wir an der Front hier mit Among Us. Und das geht nicht. Wir müssen erst Operation Cockblock fortführen, ganz genau. Und da die Erst Cockblock, dann Text. Merkt euch das. Verteidigung im Zeitraffer zwar ganz schnell ging, in der Wofür steht RVNX? Ist das nicht ein Clan oder so? Ich habe gar keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Ich weiß, dass es einige RV und X-Leute gibt und nicht nur Mango. Toro und Soon müssen noch etwas repariert werden. Okay, okay, okay. Soon baut das Zeichen um. Nicht wundern, nicht ändern. Chat, Soon baut selbst das Zeichen um. Nicht ändern. Das Volt könnte gefährlich werden. Vielleicht verteidigen wir ein bisschen. Das ist von Mango. Aber es gab, ich kenne einige andere, die RV und X auch drin haben. Was für ein Clan. Keine Ahnung. Seriously. Umsetzung in der Nacht zuvor allerdings bis um 3 Uhr dauerte, verschob sich diese Ehre. Aber an diesem Tag stand der Unternehmung nichts mehr im Wege und so konnten wir live auf Twitch gegen 20 Uhr abends am 2. April 2022 endlich die Verewigung angehen und naja, ich habe mich etwas gefreut. Okay Leute, wir haben Koordinaten. Wir haben Koordinaten. Das O ist nicht richtig, das O muss logischerweise oben zu und nicht zwei oben in der Ecke. Aber wir dürfen anfangen. Wir haben ein offizielles Go für r/rvnxmango. Wo? In den Koordinaten, die eingezeichnet sind. Oder hier oben. Let's go! Oh Leute, wir haben's fast! Wir haben's fast! Guck mal auf die Deutschlandflagge links! RVNX-Mango steht einfach auf der Deutschland. Nur noch das R oben links! Nur noch das R oben links! Ja! Ja, das Gefühl ist geil. Freut sich mega. Mega, mega, mega nice. Das Wort könnte gefährlich werden, da müssen wir aufpassen. Okay. Ich glaube es nicht. Oh mein Gott! Ja, Leute, damit sind wir ganz offiziell ein Teil der Koalition. Okay, Leute, wir haben ab sofort 3 Prioritäten. RV und X am Leben halten, r/rvnxmango am Leben halten und die deutsche Flagge mit all ihren Inhalten mitzuverteidigen, ja? Bei Großangriffen auf die deutsche Flagge ist es legitim, ja, zum Beispiel das r/ zu vernachlässigen. Ich würde sagen, das RV und X wird auch in unserem Discord wahrscheinlich noch hochgehalten. Aber die deutsche Flagge mitzuverteidigen ist eine unserer Missionen, eine unserer Kernmissionen. Der Burp ist auch Teil der Koalition, ganz offiziell, der Kleine hier. Und so gehörte die RV und X-Demokratie ganz offiziell mit zu der deutschen Allianz und fortan wurden alle... Star Wars auch mega strong. Ey, ich finde es krass, das ist geile Gemälde. Und immer Forsten, man sieht immer Forstens Gesicht, holy fuck. Entscheidung der Community mitgetragen und die Deutschlandflagge so verteidigt, als wenn sie zu uns kommt. Es kehrte also mal wieder etwas Ruhe ein, man beschloss Bernd ein Bier zu geben und wir beteiligten uns. Parallel dazu fand die Errichtung eines Autobahnschildes und eines Löwenzahns als Anlehnung an Peter Lustig statt. Doch inmitten der fortschreitenden Normalisierung des Alkoholkonsums fiel einigen aufmerksamen Augen etwas auf. In der unteren linken Ecke formte sich ein Void, eine der bedrohlichsten Strukturen, die es im Place gibt. Ein Void ist nichts anderes als eine große Horde schwarzer Pixel, die alles um sich herum verschlingt. Schon im ersten Place 2017 hatte das Void einen großen Einfluss auf den Verlauf. Doch in 2022... war die Präsenz bisher eher eingeschränkt. Wie wir ganz schnell feststellen mussten, war dieses aber kein x-beliebiges Void, sondern eines, das gebackt wurde, und zwar erneut von einem großen amerikanischen Streamer. Myth macht das Void größer. Reden wir über den Myth? TSM? Streamer? Myth? Das ist nicht gut. Junge, das Myth wächst. Das Void wächst. Jetzt weißt du, wie ohne Bart aussieht. Woher weißt du das? Void hat so eben Krieg gegen Deutschland erklärt, schreiben sie. Myth hat sich gegen Deutschland ausgesprochen. Oh shit, Leute, wir haben einen großen Kampf vor uns. Okay, also neueste Ziele ist, to be continued, verteidigen. Schließ das Wort mit subtilen Farben schwarz, rot und gelb, damit du kannst das wieder hören. Okay. Okay, habt ihr es gehört? Offizieller Call vom Place.de Discord. Das Bier bleibt jetzt erstmal. Scheiß auf das Bier und die Ecke. Mit schwarz, rot, gelb das Void füllen. Also mit schwarz ergibt halt wenig Sinn so, aber... Ohne Gelb, ne? Zum Angriff! Myth hat's gerade gemerkt. Germans are here. Germany. Oh my fucking god, we're crossing over into their land. Oh no. Mm-hmm. Germans are here. About you, Germany, right? You're already majority black, motherfucker. Ja und? You are an easy target. Guys, we need to take out this to be continued sign as well, by the way. Keine Chance. Because this shit is easy blackness. Junge, die Deutschen kommen in den Chat. Komm mit rein. Ja, haben schon einige gesagt, dass ich jetzt ähnlich wie Mango ein bisschen aussehe. Vor allem, wenn ich rasiert bin. True. Wir hatten so ein paar Bilder uns mal angeguckt gehabt. Ein Volk, ein Reich, ein Kommentarbereich. Ja. Alter. Ich weiß auch nicht. Dieser Chat ist Eigentum der Bundesregierung. Germany decided not want to attack. Der ganze Chat ist deutsch einfach. Germany, I was not. Listen, I did not want to attack. That was not me that said that. Ja. It wasn't me. It was not me. What is this saying? Wie der gesamte Chat von Myth gespammt wird mit Sprich Deutsch, du Hurensohn. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Holy shit. Ich kann nicht What mehr. What is this saying? What does this even mean? What does this even mean?
Ich kann nicht mehr, die Germans sind schon wieder da, ey. In allem effizient zu Games spammen. Oh, fuck. Die Deutschlandflagge über dem Gengar braucht Hilfe. Was passiert denn dort? Oh, ich kann nicht mehr. Ich helfe mit meinem einen Pixel. Da. Ich habe mein Bestes gegeben. Oh no, they think I... Okay, wait, I don't want to invade. I think we should have a truce. Ja, jetzt wird er Waffenstillstand, ja? Oh mein Gott. Ja, keine Chance. Keine Chance. Nee, no. Gar keine Chance. Chat gehört nicht mehr ihm. Nee. Diese kurze Auseinandersetzung mit Myth machte vor allem eins deutlich, als laute Minderheit kann man alles erreichen. Und somit verbuchten wir die Verteidigung gegen das Mythsche Void als Erfolg. Auch wenn wir uns nicht ganz sicher waren, ob diese Ecke keine Gefahr mehr darstellte, hatten wir nur kurze Zeit später gar keine Ressourcen mehr übrig, um darüber überhaupt nur nachzudenken. Denn es passierte Folgendes. Das Void wird gerade sehr schnell sehr viel größer. Guck mal nach... Wow, guck mal nach links, nach rechts. Hä? Guck mal nach rechts. Wo rechts? Ist denn einfach gerade... Eine Million neue Pixel entstanden. Wo? Mit rechts 5. Vom Canvas. Die Blue Corner ist keine Corner mehr. Ja, bei mir nicht. Ja, aktualisier mal. Wait, what? What the fuck? Wait, what? Oh mein Gott. What the fuck? Es ist gerade größer geworden? Um das Doppelte. Wir brauchen schnell neue Koordinatenplan sofort. Oh mein Gott, der Discord rastet aus. Oh, es gibt neue Farben, ja. Es gibt neue Farben. Deutschland gönnt sich einfach direkt den Space. Deutschland ist schon wieder voll eskaliert, so wie heute. Wisst ihr noch, als heute das Canvas erweitert wurde und die deutsche Flagge in der Minute da war? Das war so insane. Aber Alter. das ist die LGBTQ-Flagge. Aber die deutsche Flagge heute Nachmittag um 15 Uhr oder 17 Uhr, das war so insane. Die war auf einmal sofort da. Instant. Die Copy-Paste. Oder? Ah, nee, das ist rot. Rot, ja, rot, rot. Ist rot. Okay, rot, 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 rot. Junge, guck mal, da ist fast nichts organisiert. Nur ein paar Farbklicks mit ein paar Flaggen, weil Deutschland einfach rollt schon durch. Ja, oh mein Gott, das ist so schnell, das ist insane. Und mit dieser Erweiterung wurde eines jedem R/Place-Nutzer sofort klar. Die Deutschen waren nicht hier, um zu spielen, sondern um zu gewinnen. Während sich an allen Enden der Leinwand verschieden große Flaggen und Kunstwerke manchmal langsamer, manchmal schneller entwickelten, rollte die deutsche Flagge mit der Geschwindigkeitsbegrenzung des Schildes, das vorher auf ihr errichtet wurde, durch das weiße Pixelmeer. Nämlich mit gar keiner. Keine andere Fraktion war in der Lage, zu diesem Zeitpunkt ähnlich große Flächen mit solch einer Präzision und solch einem Tempo einzufärben. Die deutsche Flagge durchquerte den Canvas noch bevor ein anderes Kunstwerk auch nur annähernd fertig wurde. Effizienz und Organisation siegten erneut, aber mit... Ja, das ist doch Lyric, oder? Ist das nicht Lyrics Katze? Mit einer riesigen Flagge, die jetzt neu zur Verfügung stand, war Frieden vorerst wieder ein Wunschtraum und der erste Angriff ließ nicht lange auf sich warten. Der Among Us Cock. What the fuck? Einfallswinkel Alter. Gleich Ausfallswinkel. Ja, ja. Oh, Alter, der Among Us Cock, der geht hier komplett durch und der geht sogar um Kurven. Ja, der zieht sich komplett durch. Ey. Ich glaube, das müsste Lyrics. Ist das nicht Lyrics Gesicht hier? Ja, weiß nicht, hundertprozentig. Canvas geht wohl 3 Tage, 72 Stunden, also bis Sonntag um 15 Uhr. Der Bounce. Der ist nicht well structured, aber er ist groß. Der wird auch Deutschland treffen. Deutschland hatte bereits gegen den Among Us Cock gekämpft und auch in diesem Krieg plante niemand, sich unterkriegen zu lassen. Anstatt aber einfach nur gegen anzukämpfen, entwickelten die Masterminds des PlayStation-Discords eine Strategie, die mit ihrer durchdachten Manipulation des Feindes sich für immer in die Geschichtsbücher verewigen sollte. Ich glaube, das Void ist gefährlicher. Und der Cock ist angekommen. Die Frage ist, erweitern wir oder halten wir den Cock auf? Okay, der Discord scheint sich auf Verteidigung geeinigt zu haben. Die haben schon mal versucht. Das haben sie schon mal versucht gestern hier unten. Da hat es auch nicht geklappt. Machen wir ihnen klar, dass hier Schluss ist. Umlenken! Verteidigungsplan ist, wir bauen auch die Reflexion. Wir kappen es an der schwarzen Grenze und bauen es nach oben aus. Ja! 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 Das war klug, die Reflexion zu bauen, weil du die Leute dann baitest. Deutschland bekommt ein neues Kunstwerk. Nice, wir gucken gleich sofort. Der trifft sich selbst, das wäre so witzig. Ja, wir bauen die Reflexion einfach mit. Es funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert. Wir reflektieren den Among Us Cock. Das ist so geil, ey. Oh mein Gott. Die nehmen sich jetzt einfach selbst weg. Komm, pass auf, wir machen jetzt noch ein bisschen... Oh mein Gott, das hat wirklich funktioniert. Ich glaube das nicht. Die 500 IQ-Umleitung. Junge, das ist ja so eine legendäre Verteidigungsaktion gewesen. Der große rote Among Us-Schwengel wurde also ein zweites Mal erfolgreich abgewehrt und
Alter, der kleine Among Us hat so einen riesigen Among Us-Cock, das ist ja krass. Nach dieser Aktion traute sich auch niemand mehr so wirklich, die deutsche Flagge anzugreifen, denn bisher war jeder Versuch, auch nur Teile zu übernehmen, komplett fruchtlos. Dieser dauerfriedliche Zustand sorgte für eine wahrliche Renaissance in der deutschen Künstlerszene, denn über den Rest des Tages... Da ist wieder Döner-Kebab wieder. ...verteilt wurde ein Kunstwerk nach dem anderen auf dem PlayStation. Ach, guck mal, das ist cool. Arte bei Deutschland und Frankreich ist nice. Discord approved, einige halt auch nicht. Aber so entstand ein Ensemble aus Sandmännchen, Brandenburger Tor, Mittwochskröte, zwei Portalen, die die Flaggen verbinden, Arte-Gemeinschaftsprojekt, das sogar auf Arte gelandet ist. Oh, was mega nice ist. Richtig gut gemacht. I love it. Erdbeermarmeladenbrot mit Honig, Döner-Symbolbild, Tigerente, UI, Volk... Junge, das ist so viel, du kommst gar nicht hinterher mit dem Gucken. Holy shit, es ist so geil. Volkswagen, Reichstagsgebäude, Siegessäule, Schloss Neuschwanstein, bekannten Gesichtern und noch mehr. Auch hier gab es über Nacht... Da ist XQC explodiert. ...wieder selbstverständlich Einbrüche. XQC musste seinen Dive-Comp-Avatar zum Beispiel dringend über einen Teil der Flagge legen und viele kleine Kompositionen erschienen. Und wie heißt es so schön, Kleinvieh macht auch schwarze Pixel oder so. Aber die Aufräumaktion am nächsten Morgen hätte nicht befriedigender aussehen können, daher lasse ich sie euch einfach wortlos genießen. Das war aber nicht alles, was sich mit Anbruch des dritten Tages ändern sollte. Der Tag verlief vorerst recht ereignislos. Doch wenn die anderen Pixelplatzierer nicht zuschlagen, dann sind es die Pixelersteller. Denn pünktlich zur Hochzeit, kurz vor der deutschen Primetime, abends um 8, fand eine neue Canvas-Erweiterung statt. Der bepixelbare Bereich verdoppelte sich erneut, war damit wieder quadratisch, aber mit 2 Millionen Stellen, die darauf warteten, erobert zu werden. Und das ließen die Deutschen sich nicht zweimal sagen. Mit der Geschwindigkeit eines Ausschlags, den ein Norddeutscher bekommt, wenn er statt dem gewohnten Moin ein Servus hört, schossen die schwarzen, roten und goldenen Pixel erneut über die Leinwand und ließen diesmal tatsächlich in der Horizontale keinen Platz ungeachtet. Meine Reaktion, als ich sah, was passierte, fiel dabei eher verblüfft aus. Auch wenn ich es irgendwie erwartet hatte, schien es auf den ersten Blick doch einfach etwas viel. Wisst ihr, wem es nicht gut geht? Dem r/play-subreddit. Was ist denn hier? Enough. Ja, enough. Es reicht. Wieso denn? Ich hab's im Stream gesagt. Ich hab vorgestern im Stream gesagt, 4 Tage. Am zweiten Tag kommt der zweite Canvas. Wäre ja witzig, wenn es 4 Canvases werden. Junge, was? Wie? What? Aber die Deutschen auch schon wieder. Junge, PlayStation ist schon wieder komplett fucked up. You got me fucked up. Hä? Hassan ist mad. Worüber ist er mad? Man, Germany supposedly so much for not being interested in fucking, you know, imperial ambitions. Germany, Germans on Reddit sure do love. What the fuck is this? Das ist geil. Das ist so geil. Oh mein Gott, Leute. Because. Unterschätzt niemals die Europäer hier. Oh, Deutschlandflagge erweitern. Ja, okay. Also Leute, weiterhin gilt es. Wir sind Teil der deutschen Koalition. Das bedeutet, wir arbeiten mit an dieser Flagge. Ja, wenn ihr hier seid, setzt eure Pixel für die deutsche Flagge. Und so lief die Operation Süderweiterung erfolgreich an. Die ersten Iterationen verliefen nichtsdestotrotz etwas holprig, da einzelne Farben der Flagge zu groß oder zu klein waren und es sich als schwer herausstellte, die gesamte Flagge zu korrigieren. Aber auch das pegelte sich nach einiger Zeit ein. Der erste Konflikt an diesem Tag war dann tatsächlich nicht ausschließlich deutscher Natur, sondern hatte eher etwas persönlicheren Charakter, aber ich will es euch auch nicht vorenthalten. Oh, dafür war es etwas zu sehen, Petermann. Also, hast du die schon gefragt? Ihr habt jetzt irrelevant, haben die gesagt. Echt jetzt, Wilbo? Wir bekommen das nicht? Aber Mango hat eins bekommen. Ja, wir helfen auch. Ja, auf jeden Fall. Wir helfen auch. Wir sind aktiv. Hat Reef das nicht gekriegt und Mango schon will. Ich dabei. Ja. Na, keine süße kleine Bild von mit unserer Community machen und das guck, darf da sein? Mango kriegt einen Platz hier, aber wir nicht. Nur weil das Masats Freund ist oder was? Okay. Also, schwierige Aktion an der Stelle von Toni, dann sowas zu sagen. Aber ich kann das schon verstehen, wenn man dauerhaft in Andis Schatten steht, dann muss man manchmal auch laut werden, um gehört zu werden. Okay, warte, was ist? Die einzigen, die den Germans besiegen können, sind die Germans selbst. Sie müssen vorsichtig sein. Erfahrungspolar nah dran. Boah, ich kann meine Katze sicher raus. Ja, ja, guck mal nach der Katze, gerne, kein Problem. Aber das R4X steht. Ich hab gar keine Katze. Du hast gar keine Katze. Was? Toni, das war Banter. Ich habe nicht wirklich was gegen dich. Alles gut. Aber ich bin da wie die deutsche Flagge in r/plays. Ich schlag halt gern zurück. Aber zurück zu wirklich bedrohlichen Feinden, nicht mal 10 Minuten nach dieser Szene konnte jeder, der nicht legal blind ist, mit einem schnellen Blick auf den Canvas spotten, dass irgendwas nicht stimmt. Ein großer grüner Farbstrahl verbreitete sich rasant über die belgische sowie unsere Flagge und selbstverständlich ließ so etwas keine Zeit zu verschwenden und wir handelten sowohl mit Pixeln als auch mit Research. Was zur Hölle ist hier los? Wee-woo! Defense! Okay, Defense ist der Call, die Erweiterung wird pausiert. Defense! Defense! Wow.
RIP Deutschland, du hast noch nicht oft genug zugeguckt, glaub mir. Das ist keine Chance. Nee. Außerdem haben sie auch den Fehler gemacht, vor Belgien zu crossen. Die Belgier sind halt auch eine gigantische Community, also großer Fehler von denen. Der Typ greift uns mit 151k Viewern an. C-O-M-I-N. Soll er versuchen. Ja, krass. Rubius wieder, ja. Der Rubius macht gerade auch den Void in dieser Runde. Läuft bei D4, hast du weitergezockt? Nee, noch gar nicht weitergespielt seitdem. So sehr reizt mich die Season nicht gerade in D4, weil es einfach nicht so viel gibt irgendwie. Ja, Rubius ist insane. Rubius ist halt der, die sagen immer ganz gerne, Rubius ist der spanische XQC halt. Aha, jetzt schon am Zurückziehen, ja? Good luck, mein Freund, good luck. Sobald dein Stream aus ist, ist es spätestens vorbei. Hier geht das Void wieder los. Mal sehen, wie lange sich das diesmal halten wird. Ich glaube nicht lange. Oh, er verliert. Er hat sich, guck mal, er macht's kurz, funktioniert nicht, wir gehen woanders hin. Und zack, wieder verloren. Das ist immer das Gleiche. Die Streamer-Aktionen sind immer vorhersehbar. Richten eine Menge Schaden in kurzer Zeit an und kommen dann nie wieder. Die haben halt keine Ausdauer. Dies sollte nicht das letzte Mal gewesen sein, dass so etwas passierte auf R/Plays. Den dritten Tag. Das ist das Logo von Rubius, glaube ich, das hier unten, die Naruto-Katze. Rubius holt sich gerade die Weltmeistertitel Argentinier, ja, macht der, okay. Neue Farben freigeschaltet, die haben wir schon gesehen. Da könnte man berechtigterweise den Tag der Streamer-Zerstörung nennen. Denn viele große englischsprachige, französische sowie spanische Streamer bekriegten sich oder rollten über kleine Communities erbarmungslos drüber, wieder und wieder und wieder. Und auch Deutschland blieb von einem Versuch davon nicht verschont. Einem sehr unterhaltsamen, würde ich sogar behaupten. Aber zuerst wurde noch eines der in meinen Augen bisher besten Artworks der Flagge kreiert und umgesetzt. Es gibt ein neues Ziel. Einmal die belgisch-deutsche Kreuzung in Erster Weltkrieg Trauer. Dingens. Das finde ich gut. Das ist sehr, sehr cool. Hier, Leute, das ist das neueste Ziel. Wann Belgien einnehmen? Nie! Bei dem Bild gerade fragst du, wann Belgien annehmen? Hallo! Let's go! Genau hier. Hast du das Video vom Place davor auch schon geschaut? Nee, noch gar nicht. Okay. Ich habe nur bisher Jules geschaut heute, was ziemlich cool war. Und jetzt gucken wir Mango an. Mango ist halt viel detaillierter. Was passiert rechts außen? Oh. Das war eine Kilo Mario schon seit gestern. Was sagt allgemein dazu? Rechts ist Verteidigung angesagt. Das ist wohl eine Aktion aus diesem Stream hier. Schwierig. Make a heart with Germany. Du kannst nicht über die German Flagge bauen und dann sagen, wir wollen heart mit Germany. Da muss man sich vorher melden und diplomatische Lösungen suchen, nicht einfach angreifen. Oh. Germany is here? Oh no, they're not. They're not. They are fighting it. Yeah, obviously. Should we go somewhere else? Ja. Oh god, Germany's putting up a fight. What have I done? Was ist das für eine? Kenne ich gar nicht. Snuffy kenne ich gar nicht als VTuberin. Birkenstock muss, ja, definitiv. Ich habe auch Birkenstock hier. We will destroy. Oh god. I'm gonna fuck me up. I don't want to risk my alliance. Abort. Und ein weiterer Angriff abgewehrt. Einzelne Pixel einfach so feiern kann. Ist so insane. Mit einer weiteren erfolgreichen Verteidigung im Rücken ging es der Deutschlandflagge erstmal wieder. Wer hat da kleine Among Us in seiner Jacke? Muss das? Ja, das ist okay. Das dulden wir. Kleine Among Us sind okay. Safi war auf Shows von Misskiff, kein Plan vom YouTuber Zeugs, aber da war sie echt sympathisch. Okay, cool. Ja gut, und wir hatten ganz plötzlich auch gar nicht mehr so viel Zeit, um uns um mehr zu kümmern. Zwei weitere Artworks, die zu uns im Stream gehörten, wurden nämlich auf eine recht kritische Art und Weise überrannt. Flamme und Burb, Weewoo? Okay, Leute, wir als Chat haben eine neue Aufgabe. Weewoo. Okay, das wird verteidigt. Setzt hier eure Pixel, baut das hier wieder auf. Ich schicke euch das Logo rein. Was ist das? Das ist riesengroß. Das ist nichts Kleines. Das ist Quackity. Oh no. Ja, Quackity ist nicht gerade klein. That's a problem, man. Yes! What Carl said, chat. Can you guys hear Carl? Oh no. Wie viele Views hat der? Der hat 63k. Leider. Das wird schwierig, Leute. No. It is what it is. Nein! O7 im Chat. Der Burp und das Auge, sie haben uns einen guten Dienst erwiesen. So sehr wir es auch wollten, sich gegen mehr als 60.000 Menschen zu verteidigen, war auch uns nicht gegönnt. Aber auch diese beiden Artworks sollten sich noch woanders wieder angesiedelt finden. Und auch wenn diese Kleinigkeiten etwas belanglos scheinen mögen, war die Spannung noch längst nicht vorbei. Denn seit Stunden führte ein Streamer, mit dem wir schon einmal aneinander geraten sind, hinterlistige Pläne an. Arte? Oh, ja, gar keine Chance. Leute, Frankreich-Flagge, all in.
Nee, das dürfen sie wirklich nicht. Nee, Miskiff hat nicht wirklich angegriffen, oder? Er hat Frankreich angegriffen. Aber die haben die vermischt. Die gehören nicht zu denen. Die haben das Frankreich unten links angegriffen. Aber das Frankreich unten links gehört ja nicht zu dem Frankreich oben. Das ist eine der größten Verwechslungen in der R/Place-Geschichte. Nein. Und so trat der Bündnisfall ein. Auf dem Place.de Discord wurden alle Arbeiten pausiert und die deutsche Community wurde zur Hilfe in die französischen Flaggen des Nordens geschickt. Und geil, es funktioniert. Ich finde das geil, wie so Allianzen entstehen. Und das ist so, ich habe das heute schon 10-mal gesagt, aber wie unfassbar spannend das ist, wenn du das so analysierst, wie Menschen sich verhalten in so einer Situation. Es ist so, so spannend, ey. Kannst richtig krass Verhaltensforschung einfach betreiben. Während im Süden ein stetiges Hin und Her aus Angriffen und Abwehr herrschte, konnten die gemeinsamen Communities in der oberen Hälfte nicht nur den Angriff nach einiger Zeit zurückdrängen, sondern auch die Kunstwerke, die anfänglich zerstört wurden, schnell wiederherstellen. In einem makellosen Beispiel europäischem Zusammenhalts setzt. Ja, und natürlich da unten Kanada. Einfach ungelogen. Kanada ist, glaube ich, das größte Meme überhaupt. Ich kann das nicht mehr. Kanada und ihr scheiß Ahornblatt ist einfach. Es ist einfach. Ich kann nicht mehr. Ungelogen. Dieses beschissene Ahornblatt ist einfach so schlimm. Oh fuck. Es ist so fucked. Es ist so cursed. Es ist einfach so fucking cursed, dieses. Es ist genauso cursed, seriously. Es gibt eine Sache, wo die Kanadier sich echt krass ähneln. Es ist hier das kanadische Ahornblatt. What the fuck? Es ist aus draus geworden, Marihuana. Holy shit. The fuck, das war doch noch eben gerade ein Ahornblatt. Es ist einfach 420 geworden. Aber ja, das Einzige, was genauso gut ist wie das kanadische Ahornblatt, ist ungelogen der türkische Stern. Wobei der schon besser geworden ist jetzt gerade. Aber der türkische Stern ist genauso fucking cursed wie einfach das kanadische Ahornblatt. Ungelogen. Es ist so krass. Psyche das Rimworld. Die Kanadier sind gut darin, ihre Grenze zu sichern, aber hier Flagge schaffen. Sondern ja, aber das mit der Flagge ist echt krass. Die wollten ja vorhin uns angreifen. Das ist so krass. Dann hat Kanada gesagt, die gehen hier hin. Und dann wer hat dir nochmal vermittelt? Jemand von uns hat dir nochmal vermittelt gehabt. Und dann hat Kanada sich doch nicht mehr getraut. Weil wir haben dann irgendwie vermittelt von wegen, was haben wir gesagt? Es wurde gesagt, dass wir von den Deutschen beschützt werden, von den Germans. Und dann hat Kanada gesagt, okay, die Germans, ja, dann kommen wir nicht. Die Drohung, dass die Germans dahinter stecken, war halt so, irgendwie, it's a German streamer, genau, es war dann so, but here's a German streamer. Und dann die Kanadier so, ja, wir bleiben da. Das ist ja die Germans, genau, Steuerfahndung war das. Die Germans, Steuerfahndung hier, Steuerfahndung war das. Ja, scheiße. Here's a German streamer, okay, dann lieber nicht. Das war ein Diplomat von Bonn, war genau, ja, genau. Ah, so gut, ey. Einfach so gut. Es ist so gut. Aber ja, ey, holy shit, Chat. Der Teufel hier, Rubius ist geliebt. Alter, hat er wirklich den Pokal geklaut? Er hat den Weltmeisterpokal geklaut. What the fuck? Hier passiert auch gerade was. Schlimmes. Beere, danke für den zweiten. Vielen Dank für den Prime. Oh Gott, ey. Ja, hier wird's gerade heiß. Okay, ein bisschen Angst. Aber hey, ja, ihr müsst aufpassen hier. Ja, The Void skaliert. Okay. Hund verschwindet auch gerade. Ja. Aber Airplay ist dieses Jahr noch viel kleiner als letztes Jahr, oder? Er wird doch expandieren. Es ist jetzt, heute ist dieser Teil dazu gekommen und morgen wird wahrscheinlich hier unten der Teil dazu kommen. Der wächst. Der wird immer von Tag zu Tag größer gemacht. Hast du die Zeitraffer-Videos von diesem Jahr schon gesehen? Ja, vom ersten Tag. Wollte es inaktiv schon länger so. Echt, das habe ich gar nicht hier gesehen gehabt, den Dings. Aber hier passiert was. Und hier passiert was. Okay. Setzte man sich für seine Nachbarn ein, wie für die eigene Flagge. Und als dann irgendwann die Streamer die Lust wieder verloren hatten, stand alles da wie vorher. Auch wenn die Communities alles unabhängig voneinander errichteten, wurden. Woher kenne ich dieses Ding hier? Ist es von Animal Crossing? Nee, woher kommt dieses Ding her? Diese laufende Blume? Ist es kein Pokémon, oder? Was ist das nochmal? Nee, Pikmin oder sowas.
Was nicht Pikmin oder so? Ist das ein Pokémon, das Pikmin? Nicht sicher. Ist das ein Mirapla? Ist das echt ein Mirapla? Okay, vielleicht auch. Aber hier schon wieder, bei den Franzosen ist schon wieder hier eine Guillotine. Ist kein Mirapla, oder? Pikmin Vendern, Mobile, Secret of Mana, was ähnliches. Dachte ich auch gerade erst, aber Mirapla sieht anders aus. Ja, dachte ich auch. Mirapla kenne ich eigentlich. Sieht aus wie ein Digimon. Was denn? Rubius macht gerade Sachen. Neben seinen Void beim Hund. Okay, okay. Vorentwicklung am Mogelbaum. Sonnenkern oder Mobile. Das ist kein Pokémon, das kann ich bestätigen. Ja, Tesla, voll krass geworden. Na gut, anyway. Wurden im Ernstfall keine Mühen gescheut, um im Sinne der Allgemeinheit zu handeln. Ein Paradebeispiel für einen humanitären Akt, wie ihn anscheinend Pixel einfacher hervorbringen können als teilweise echte Menschen. Als letzter Akt dieses Tages wurde dann meiner Community und mir noch die größte Ehre zuteil. Wir bekamen einen Spot auf der Deutschlandflagge für ein Artwork unserer Wahl im Gegenzug für unsere Hilfe. Mit was genau wir uns verewigen wollten, diskutierten wir live einige Zeit, aber wir waren uns doch recht schnell einig, dass der als Maskottchen dienende Polarbär die beste Wahl dafür wäre. Und so mussten wir nur auf ein Approval warten, um Punkt 1 Uhr nachts am 4. April 2022 dann Folgendes zu tun. Okay Leute, das ist die letzte große Aktion für heute. Da ist es! Der Polarbär, warte mal, unsere Mauer wird versetzt. Was heißt das? Über Toro? Wir müssen aufpassen hier. Chat, wir müssen hier, ich kann in 2 Minuten erst, wir müssen hier eine schwarze Linie wieder ziehen. Wir werden von oben angegriffen. Naja, jetzt werden die Amerikaner langsam alle wach und kommen in Feierabend. Es wird schwer, das zu halten. Wir werden Matt nicht halten können, aber es ist okay. Es war schön, dass wir da waren. Schick rein, schick rein. Es kommt! Es kommt! Ist aber noch nicht los. 4 Minuten noch. 4 Minuten. 4 Minuten. Ja, 4 Minuten. Ja, ja. r/place.de. Danke, Leute. Danke. Ich freue mich. Ich freue mich so hart. 2 Tage lang haben wir schon mitgekämpft. Wir kämpfen noch bis morgen mit hier auf der ganzen Deutschlandflagge. Und der Polarbär dafür, das ist er komplett. Es passiert schon. Let's go! Okay, Leute. Sucht euch einen Pixel und platziert ihn. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ein weiterer Tag ging also zu Ende auf der Leinwand, die letzten 3 Tage unser Zuhause... Ich finde das so schön, wie er sich freut. Links oben unter dem Recycle-Zeichen versuchen Spinner ein Hakenkreuz zu machen. Muss weg. Sofort weg. Türkische Flagge wurde wohl auch angegriffen, okay? Wir werden mit halten. Das wäre natürlich nice. Was passiert mit der Türkei? Was ist denn da schon wieder los mit der Türkei? Da haben wir doch gerade noch geguckt von der Sekunde. Ist das Vodafone? Ist Türkei Vodafone geworden? Türkei ist Vodafone. Ich kann das nicht mehr. Fuck, Türkei ist Vodafone geworden. Oh mein Gott. Okay, es ging schnell gerade, muss ich sagen. Das zweite Mal schon. Das ging aber gerade sehr schnell. Oh, shit. Und auch andere nicht so schönen Werken. Und inzwischen mag ich diese Dynamik sogar ganz gerne. Denn ohne diese würden wir nicht so etwas Befriedigendes wie das hier zu sehen bekommen. Auch solche Aktionen liefen übrigens organisiert über den Discord an jedem Tag. Und zu diesem Zeitpunkt fiel diesbezüglich auch noch ein jetzt schon legendärer Satz. Ich zitiere, wir übermalen die Herzen, die sind nicht genehmigt. Deutsche Bürokratie, wie sie lebt und lebt. So brach also der 4. und wie sich zu diesem Zeitpunkt bereits langsam rumsprach, auch letzte Tag des Places an. Alle Parteien wappneten sich nach und nach für einen finalen Kampf um jeden Pixel. Aber vorher durfte es für die deutsche Community nochmal etwas Kunst sein. Viel davon. Sehr viel. Geschmückt wurde mit viel hübsch aussehenden Ideen, einer Regionalbahn, die in eine Mario-Röhre fährt und damit vielleicht endlich mal pünktlich kommt, Currywurst und Pommes, eine Flasche Jägermeister, die den Polarbären regelmäßig traurig gemacht hat, das Grundgesetz, Heimblöd und Captain Blaubär, das ein oder andere Gebäude, das man vielleicht schon mal gesehen hat in echt, aber hier wenigstens in weniger als 16 Jahren errichtet wurde, sowie viele weitere schöne Elemente aus der deutschen Kultur. Und dann gibt es noch die 2. Deren Geschichte ist etwas komplizierter. Die beiden Autos hier aus Cars hatten tatsächlich einen eher strategischen Nutzen als einen ästhetischen. Direkt darunter ist nämlich eine wilde Kussi zu beobachten. Das Herausfinden der Begriffe, aus denen sich dieses Wort zusammensetzt, überlasse ich einfach mal eurem eigenen Gehirn. Und diese Schöpfung quasi direkt aus der Bibel. Was macht eine Reise unvergesslich? Ja, Mann, scheiß Werbung! Sorry. Aber wenn ihr euch nochmal hier so L'Oreal kaufen wollt, so. Wo ist YouTube Premium? Ich bin einfach nicht eingeloggt. Erklärst du uns, was eine Kussi ist? Kussi, das ist das, was ich immer schreibe. Kussi. Was Liebevolles.
Zahn. Dieser hat sich, wie auch zuvor in diesem Video zu sehen, zwar nicht unbedingt immer positiv über Deutschland geäußert, hat uns aber auch nie angegriffen und mehr oder weniger mit dem Errichten direkt neben unserem Staatsgebiet zumindest nicht entgegen dieser Prinzipien gehandelt. Als Zeichen des Friedens in der Gewichtung dem Geschenk. Es gibt Blocker, die auch bei YouTube funktionieren. Ich habe eigentlich hier YouTube Red und so. Ich bin nur nicht eingeloggt mit meinem Account. Wie sollte ich meine History sehen? Ich gucke nur so YouTube-Content. Wie hieß das nochmal? Ich gucke nur YouTube-Content, wo Leute sowas sagen. Ice Cream, so good. Ice Cream, so good. Mit der Freiheitsstatue gleichkommend beschloss man auf der deutschen Seite daher also ein VW Käfer. Gang Gang, Ice Cream, so good. Gang Gang, Ice Cream, so good. Mit ein paar Augen darüber zu bauen, sowie ein kleines gelbes Gefährt in Zusammenarbeit mit den Italienern dazuzustellen. Und so wurde dieser Abschnitt zu einem harmonischen Gesamtprodukt aus Ahegao-Auto und Kultur- und Animationsfilmvorlagen. Zu dem zweiten, etwas interessanteren Artwork gibt es... Das ist geil, das ist echt geil. Allerdings eine noch bessere Geschichte. Wenn man sich dieses Blatt anguckt, erkennt man mit nur etwas mehr Flaggenkenntnis als Menschen wie Peter Smits recht schnell, dass es sich hier um Kanada handelt. Daraufhin fragen sich viele sicher berechtigterweise, was das Ahornblatt der Kanadier auf der deutschen Flagge zu suchen hat. Nun, es hat keine taktischen Gründe, ist keine Zusammenarbeit und dient auch sonst keinem übergeordneten Zweck. Jo, Merkel. Mach Ahornblatt. Es ist ein reiner Flex. Ein Winkelschleifer erster Güte. Denn was ich euch bisher nicht erzählt habe, ist, dass eines der größten Memes auf dem gesamten Canvas in 2022 die kanadische Community war, die es bis zum Tod verzweifelt versucht hat, über die gesamten 4 Tage auch nur einmal ihr Ahornblatt in der Mitte der Flagge fertigzustellen, aber es bis zu diesem Zeitpunkt kein einziges Mal geschafft hatte. Und humorvoll, wie die Deutschen so sind, dachte sich, ach, da demonstrieren wir mal, wie viel besser wir sind. Und zogen das Ding sogar mit komplizierter Färbung innerhalb von 10 Minuten hoch. Und schon hatte Deutschland ein kanadisches Ahornblatt, aber Kanada nicht. Wundervoll. In dem Zustand, in dem ihr die Leinwand nun gerade seht, war es in Deutschland mitten in der Nacht am 5. April. Zu erkennen vor allem daran, dass... Weiß jemand noch Bock zu pixeln hat? Die Nachtwache kann immer Unterstützung brauchen. Leute, checkt gerne rplace.de ist das aus, oder? Für Nachtwache oder auch bei Bonjour. Sich die Flagge langsam wieder mit kleinen Pixelarts füllte und das Tempo sie etwas verlangsamte. Doch den Ambitionen der Flaggenbekleckerer sollte diese Nacht ein Strich durch die Rechnung gemacht werden. Ein dicker weißer Strich. In dem Wissen, dass nicht alle Zeitzonen sich gleich gut in den letzten Stunden und Minuten um die verbleibenden Pixel prügeln können und in Anbetracht dessen, dass vieles bei dieser zweiten Version von r/Plays bereits anders lief als beim ersten Mal, beschlossen die Entwickler nämlich etwas Unerwartetes zu tun. Plötzlich konnten nur noch weiße Pixel gesetzt werden. Ah ja, okay. Das Ende. Voll traurig, aber irgendwie auch voll cool. Erst sah es aus wie ein Fehler. Viele waren sich nicht sicher, doch nach und nach sprach es sich rum. Mehrere Stunden vor Ende ließen die Devs uns allen eine Wahl. Nur noch weiß ist verfügbar. Die Farbe, mit der alles begann. Haltet ihr euch zurück und konserviert den Zustand, wie er jetzt ist? Oder siegt die Anarchie und alles wird nach und nach in weißen Pixeln bedeckt? Nun, am Ende des Tages sind wir im Internet und als ein Nutzer mit den weißen Pixeln das Wort Don't als ein Appell zum Aufhören in die Mitte schrieb, wurde dies innerhalb von Sekunden zu dem Wort Döner transformiert. Und ich denke, damit beantwortet sich die Frage schon selbst. Es dauerte nicht lange und heiß umkämpfte Gebiete waren bereits nicht mehr wiederzuerkennen. Die französische Streamerflagge sowie das OSU-Logo, die stets angegriffen wurden, konnten sich nur mit weißen Pixeln nicht mehr verteidigen und verliefen so beinahe sofort mit dem Hintergrund. Weiße Pixelarme oder das Anti-Void, wie viele es direkt krönten, breitete sich von einer Ecke zur nächsten aus. Niemand blieb verschont. In einem mehrstündigen Prozess verschwand jedes Zeugnis von Farbe auf der Leinwand, die hunderttausende Menschen tagelang platzierten und in den frühen Morgenstunden sah r/Plays wieder so aus wie in den ersten Sekunden des 1. Aprils. Alles endet irgendwann. Und so schließt sich auch das Geschichtsbuch der deutschen Community, die sich im Jahre 2022 zusammenraffte, um Großes zu vollbringen und mit makellosem Zusammenhalt und Kooperation bewies, dass wohl doch noch etwas Hoffnung in die Menschheit besteht. Wenn man das interpretationstechnisch mal wieder komplett übertreiben möchte. Aber das möchte ich an dieser Stelle einfach gerne. Ich danke allen, die dabei mitgemacht haben und euch in diesem Video für die Aufmerksamkeit. Und tschüss. Sehr, 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 sehr schönes Video-Chat. Ja, checkt das Video von Mango aus. Wirklich schönes Video. Sehr, sehr gut gelungen. Ich hoffe, er macht das nochmal für das jetzige. Ja, richtig gut gewesen. Hat sehr viel Spaß gemacht, das anzugucken.